dritte geheime Leidenschaft, Jack the Ripper. Neues, altes oder vielleicht ganz was Neues. Und natürlich die Auflösung für die Gewinner. Viel Spaß! Ihr habt es also gesehen, meine dritte geheime Leidenschaft betrifft Jack the Ripper. Ich verfolge das Thema jetzt wirklich schon seit Jahrzehnten. Ich denke einfach, es macht diese Faszination aus, eben nicht zu wissen, wer das ist. Einer der ersten wirklichen Serienmörder, die man verfolgen kann und wo die Polizei vielleicht neue Methoden angewandt hat, wo es ganz, ganz viele Spekulationen gegeben hat, wer denn der Mörder sein könnte, von Adelshaus bis hin zu Königsrathaus. Alles war dabei, vom Metzger bis hin zum Polizisten. Das macht es natürlich extra spannend und ich habe im Laufe der Zeit viele Romane gelesen, ganz, ganz viele Dokus gesehen, Filme, die darauf basieren. Einen Graphic Novel habe ich mir vor kurzem sicherlich schon ein, zwei Jahre her gegönnt. Ich mag diese düstere Stimmung, die auch in diesem Graphic Novel drüber kommt, dieses Nebulöse. Es war damals im Herbst natürlich ebenfalls das Wetter dazu passend. Ich habe unzählige echte Tagebücher des wahren Jack the Ripper gelesen und als ich dieses Video jetzt vorbereitet habe, habe ich einfach ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachgelesen, gibt es was Neues über die Ermittler, über die möglichen Verdächtigen oder was auch immer. Und dann habe ich einen Artikel gefunden. Einen Artikel von, jetzt muss ich schon wieder nachlesen, wie sie heißt, Helly Rubenhout. Ich verlinke euch den Artikel unten in der Infobox. Ich kann nur sagen, bitte lest ihn. Dieser Artikel hat das gesamte Thema für mich komplett auf den Kopf gestellt. Es ist unglaublich, aber wahr. Helly Rubenhout hat sich nicht mit dem Täter beschäftigt, sondern mit den 5 Opfern. Dazu gibt es einen Hashtag, der nennt sich Say Their Names. Da. Und sie hat ein Buch geschrieben, nennt sich The 5. Es geht genau, also man bezieht sich da nur im Moment auf diese 5 Opfer, und zwar Polly, Annie, Elizabeth, Catherine und Mary Jane. Say Their Names, das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden. Und jetzt muss ich mal kurz ausholen. Im viktorianischen England wurden Frauen, die mittellos waren, die versucht haben, ihr Leben irgendwie zu bestreiten, unter den Generalverdacht der Prostitution verurteilt. Sprich, du warst Witwe, du hast keinen Mann gehabt, du hast keinen Bruder gehabt oder einen Vater, der sich um dich kümmert, und du hast schauen müssen, dass du irgendwo dein Geld verdienst, warst du automatisch eine Prostituierte. Was nicht stimmt. Ich bin die Jahrzehnte jetzt aufgewachsen mit dem Wissen oder mit der Vermutung, dass diese 5 Frauen, ich formuliere das jetzt einmal sehr drastisch, es ja nicht anders verdient haben. Was treiben sie sich auch mitten in der Nacht in diesen dunklen Gassen herum? Helly Rubenhout hat die Leben dieser 5 Frauen genau untersucht, unter die Lupe genommen und hat bei 3 von 5 keinen Hinweis auf Prostitution gefunden. Bei einer gelegentlich, und ich glaube Mary Jane war es, wenn es mich nicht ganz täuscht, war eher auf dieser Seite. Aber alles in allem werden wir seit 130 Jahren mit einem Mythos, wird eigentlich die Unwahrheit behauptet. Aber es sind ja nur Frauen, die dort Opfer waren, dann ist es ja nicht so schlimm. Ich bin nicht die große Emanze. Ich glaube, das hat man in der Zwischenzeit gesehen, dass ich, was das angeht, eher auf der sehr konservativen Seite bin. Aber wenn ich eine Tochter hätte, wäre das wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte. Da würde ich sehr, sehr viel mehr darauf Acht geben und wahrscheinlich auch mehr dafür tun. So bin ich jetzt jemand, der sagt, boah, also da möchte ich zumindest eine, ich sage es nicht Vorreiter, aber eine Aufklärungsrolle spielen, dass ich sage, man hat da 5 Frauen Unrecht getan oder zum Teil Unrecht getan oder zum großen Teil Unrecht getan.
Und das, glaube ich, wird über die Jahrzehnte, Jahrhunderte ständig so gemacht worden sein. Und jetzt nicht nur bei Frauen, sondern bei ganz vielen Themen. Aber da bin ich wirklich mit der Nase drauf gestoßen. Und ich muss sagen, es hat mich erschüttert. Es hat mich erschüttert, dass das einfach so übernommen wurde, ohne hinterfragt zu werden, ob das stimmt oder nicht. Somit hat das Thema Jack the Ripper für mich jetzt eine ganz neue Dimension erreicht. Wie gesagt, Dramatization. Aber ich beschäftige mich mit dem Thema irgendwie ganz neu. Ich schaue mir das auf eine andere Art an. Ich bin mit dem Buch noch nicht ganz durch. Es ist erschreckend direkt, erschreckend, ja, es ist sehr, sehr deutlich geschrieben. Und mittellos in dieser Zeit zu sein, muss furchtbar gewesen sein. Mittellos, ohne Unterstützung. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht richtig vorstellen. Wir haben Frauen, die am Ende der Nahrungskette sind, und zwar wirklich am Ende. Es hat fast keine Möglichkeit gegeben für Frauen, sich das Leben auf legale Weise zu verdienen. Und dennoch haben es ganz viele geschafft, sich irgendwo eine Stelle zu erkennen. Sich irgendwo eine Stelle zu ergattern, irgendwo zu arbeiten und versuchen. Aber dennoch war das ein Leben von der Hand in den Mund. Also das war kein zukunftsweisendes Etwas zu sagen, in 3 Jahren bin ich da und da oder in 3 Jahren kann ich mir sowas leisten. Da sind wir weit davon entfernt. So gesehen hat das Thema Jack the Ripper für mich jetzt einfach eine ganz neue Perspektive eröffnet, was erschütternd, spannend und interessant alles gleichzeitig ist. Was man sich aber für mich oder zumindest bei mir so ist, dass ich sage, ich kann mich jetzt nicht nur damit beschäftigen, sondern das ist etwas, was ich im Hinterkopf behalte und mir auch bei anderen Themen, wie soll ich sagen, aneignen werde und versuchen werde, mehr Informationen zu bekommen, ob das jetzt so stimmt oder nicht. Vor allem, wenn es um Frauen geht. Ich gebe das jetzt ganz offen und ehrlich zu. Wie gesagt, ich bin nicht die Emanze, aber ich denke mir, wenn ich kann, würde ich gerne dort die Wahrheit herausfinden und auch verkünden, wo es notwendig ist. Wie gesagt, ich werde das Buch auf jeden Fall noch fertig lesen und danach, ich weiß nicht, nur einmal besprechen, in einem Monatsrückblick, da wo ich fertig bin, auf jeden Fall dazu haben. Und ich kann nur dazu sagen, wie gesagt, Hashtag say their names, egal ob das jetzt von Jack the Ripper ist oder von anderen Mördern, die sich an jungen Frauen vergreifen, egal welchen Beruf sie nachgehen, aber es sind ja nur Frauen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt furchtbar. Aber dennoch ist es ein Thema, das immer noch interessant ist. Auch noch der Aspekt, wer war es, wer steckt dahinter. Natürlich jetzt mit dem Zusatzwissen, das wir haben. Vielleicht habe ich auch einen Anstoß geben können, ein bisschen mehr nachzuforschen, vielleicht und sich auch dieses Buch zu geben, mal nachzulesen und so weiter. Beziehungsweise, wenn es auch nur der Artikel ist, den ich euch unten verlinke, der öffnet Augen. Also das muss ich echt sagen, das war, wenn ich es jetzt ganz übertrieben formuliere, eine Erleuchtung. Aber es hat mir einfach neue Ansätze gegeben, Dinge zu betrachten. Ist ja eigentlich wirklich, es ist traurig, dass es so sein muss, aber so gesehen ist es dann doch wieder genial, dass es so sein kann. Okay, das war die große Überraschung unter Anführungszeichen. Es haben 2 getippt auf Jack the Ripper. Und jetzt habe ich mir diese 2 herausgeschrieben und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe den Zettel bzw. da, wo ich es notiert habe, natürlich nicht mit vor die Kamera genommen. Deshalb gibt es jetzt einen kurzen Schnitt und ich komme gleich wieder. Nach langem Suchen habe ich es jetzt doch noch gefunden. Es hat, wie gesagt, 2 gegeben, die auf Jack the Ripper getippt haben, und zwar einmal wäre es Sylvie2011 und Alexandra D.V. Ich schreibe auch in die Infobox meine E-Mail-Adresse. Meldet euch, weil es 2 gibt und ich jetzt da nicht lange mal dumm tun wollte, kann jede einen 15-Euro-Gutschein bei der Buchhandlung seiner Wahl sich wünschen. Herzlichen Glückwunsch!
wie gesagt, es waren dann schon noch ein paar andere gute Themen dabei, wo ich gesagt habe, boah, das wäre auch interessant. Ich stehe ja auf Verschwörungstheorien, 9-11 war so eine Geschichte, wo ich sage, finde ich irre spannend. Ich finde aber da auch die Überlebendenberichte vom 11. September sehr interessant. Aber in dem Fall haben wir jetzt zwei Gewinnerinnen zu Jack the Ripper. Ich kann jetzt nur sagen, dass dieses Thema mich immer noch brennend interessiert, dass es sich sehr verändert hat in den letzten Wochen und ich einfach einen neuen Blick drauf bekommen habe. Natürlich habe ich noch andere Leidenschaften oder Dinge, die mich interessieren. Mein Problem ist, dass ich mich eigentlich für fast alles interessiere, außer vielleicht Physik oder theoretische Physik oder so, oder irrsinnig Chemie oder so. Nein. Einfach Themen, wo ich einfach sage, auf das springe ich schnell an. Ich interessiere mich auch ganz gern dafür, ob das, wie gesagt, meine anderen zwei Themen sein, die ich schon besprochen habe, oder andere, alles, was mit Geschichte zu tun hat, alles rund um den Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist jetzt auch gerade wieder so eine Sache, wo man sagt, boah, das ist irre interessant. Und ich kenne einige der Orte, wo da ganz, ganz wichtige Schlachten des Ersten Weltkriegs in Frankreich zum Beispiel stattgefunden haben oder auch in Italien. Also es gibt ganz viele Themen, die mich da interessieren und wo ich mich dann einmal festlesen kann. Auch im Internet, ach, furchtbar. Da vergehen dann 5 Minuten oder wo man gedacht, oh, das sind eh nur 5 Minuten. Nein, 2,5 Stunden. Ich glaube, ihr könnt da auch einiges dazu beitragen. Das war's von meiner Seite, was das angeht. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die zwei Gewinnerinnen. Meldet euch bitte bald und dann können wir das abwickeln und schauen, wie ich das am besten mache. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche. Holt euch guten Lesestoff, vielleicht das Buch von Hallie Rubenhold und bis dahin alles Gute, bleibt gesund, bis bald. Pfiat euch!